Ich meine, gut, das könnte man irgendwie wahrscheinlich auffüllen. Ja, stimmt, den Steinbruch können wir jetzt entfernen, weil tiefer können wir hier nicht graben. So, das meiste kann ich hier auch schon mal entfernen. Kann eigentlich sagen, grab mir das hier und das hier aus. Ah, wir sind auch schon wieder ziemlich voll eigentlich. Okay, wie sieht's hier aus? Da hat er ein bisschen gebraucht zum Nachladen. Packen wir gleich mal hier einen Flettentask hin. Wo dann unsere Bergarbeiter füllen können, sobald hier zu voll wird. Es liegt hier ziemlich viel rum. So. Ich sollte die vom Tunnel jetzt aber abziehen. So, und darüber schicken. Dass die mal beim Flatten helfen können. Sobald wir dann etwas Luft wieder haben, bei den Steinchen, werden die hier drüben anfangen, Kaltschlag zu machen und den Berg abzutragen. Also, sobald wir hier... Also, sie können dann schon mal die Treppe bauen. Also, einen kann ich die Treppe bauen lassen von unserem Flattern hier. So. Ach, jetzt wird hier schon wieder komplett durcheinander gefüllt. Muss das denn sein? Ich hätte noch etwas warten sollen.
Komm, machen wir so. Und dann ziehen wir es in die Länge. Es könnte auch ruhig mal da in der Ecke noch jemand füllen. Was gibt es? Ist mal rumgelaufen, wenn es fertig ist. Oh. Auf den habe ich jetzt vergessen. Der kann bitte bauen. Der hat die Ziegel sogar nicht mal sonderlich weit. So, jetzt kann ich hier enger ziehen und in die volle Breite ziehen. So. Ah ja, läuft gut. Nach der Ebene noch eine und dann sind wir fertig mit dem Auffüllen endlich. Die Uhrzeit da oben finde ich jetzt gerade genial, wenn man sie sich ansieht. Doppelpunkt 0 und dann die Minuten und Sekunden dahinter. Also wir sind jetzt gerade mal erst 34 Minuten dran. Nein, wir sind haben jetzt über 100 Stunden schon mit diesem Projekt. Wobei das meiste halt wirklich hier das Flachmachen gekostet hat.
So, der baut hier fleißig die Treppe. Ich hätte gern den Abholzen-Task. So. Genau, so. Das deckt dann das ganze Plateau ab. Und die füllen echt wieder ziemlich flickerig auf, ey. Aber Hauptsache, sie füllen irgendwie. Ja, ich würde dann sagen, wir bringen erstmal den Berg auf die Ebene hier oben. Und dann gucken wir, was wir noch abtragen können auf die untere Ebene. Oh, du bist fertig hier. Dann fang mal an. Hier für den ersten Kahlschlag zu sorgen. So, die Sonne geht wieder auf. Was Schönes. Hier wird gut gefüllt. Er bringt sogar Holz weg. Schon.
Ja, noch ein bisschen. Also hier oben wird noch Holz transportiert. Ich glaube, bevor wir die Folge beenden, switche ich dann die Flatter von hier wieder zum Tunnel um, dass sie erstmal das hier fertig machen, während ein Einzelner hier schon mal anfängt, den Wald zu roden, was er ja schon hat. Und dann sehen wir weiter. Also ja, ich kann jetzt schon langsam anfangen, dann die Jungs umzuswitchen wieder. So, McCoy noch zum Tunneln und Novon, wenn er dann ist. Und ja, dann wird es auch wieder Zeit zu speichern gleich. Also Novon lässt sich jetzt absichtlich Zeit. Komm, komm. Flop. Und Flop. So, die sind umgeswitcht. Die tunneln jetzt den Rest da unten weg. Hier wird fleißig gefällt, damit wir den Berg dann abtragen können, wenn es soweit ist. Und ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf unsere Ausgangsbasis und speichern hier mal. So. Save Override. Und dann machen wir hier jetzt wieder einen Cut. Also, bis gleich.